Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astro Photocast. Das ist die aktuelle Ausgabe, ich hoffe, man kann sehen, von Astronomie, das Magazin. Und da drin gibt es einen Artikel über die Software Affinity Photo. Und dieser Artikel wurde geschrieben von einem gewissen Frank Sackenheim. Also, ich habe die Software hier auf dem Kanal schon mal vorgestellt und eben jetzt auch in dem Magazin. Ist übrigens ein sehr schönes Magazin, kann ich sehr empfehlen. Ich habe selbstverständlich ein Abo von der Zeitschrift, das ist nicht abgesprochen, das ist keine Werbung, ich finde die Zeitschrift wirklich sehr gut. So, im Artikel heißt es ganz zum Schluss, dass ich der Meinung bin, dass die Software durchaus Potenzial hat und dass man sie auch wirklich alternativ zu Adobe Photoshop zum Beispiel benutzen kann. Und mit dieser Stacking-Funktion, die es ja in der Software gibt, ist es durchaus eine ziemlich interessante Sache für ziemlich kleines Geld obendrein. So. Was ich dann auch schreibe, ist, dass ich der Meinung bin, dass es jetzt auf die Community ankommt. Also ob ihr diese Software benutzt, ob ihr die gut findet und ob die sich irgendwie durchsetzt. Man muss darüber reden, man muss miteinander über die Software diskutieren, man muss sie benutzen, man muss sich austauschen können und sagen, kannst du mir mal helfen und so weiter und so fort. Und das würde mich mal interessieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, was denkt ihr denn über die Software? Die ist jetzt seit Februar, ist jetzt diese Version mit dem Astro-Stacking auf dem Markt. Benutzt ihr das oder habt ihr eher gesagt, nee, für mich funktioniert das nicht? Ich kann das schlecht beurteilen. Ich habe den Eindruck, so richtig durch die Decke geht das nicht mit Affinity. Aber ich kann mir eigentlich nicht genau erklären, warum. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Software. Ja, schreibt doch einfach mal, was ihr darüber denkt. In diesem Video geht es jetzt um Makros. Es gibt nämlich Makros für die Astrofotografie speziell, also ähnlich wie die Actions in Adobe Photoshop, und die hat der James Ritson geschrieben. Das ist der sympathische junge Mann, der, glaube ich, die meisten Videos auch generell zu Affinity macht, der auch Astrofotografie macht und der auch überhaupt diese ganze Astro-Sache bei Affinity ja ins Laufen gebracht hat. Ans Laufen gebracht hat, so heißt es, glaube ich. Ja, vorab, ich habe mir die Makros mal gekauft. Man kann da eine kleine Spende machen, also man kann irgendwie einen Preis eingeben. Ja, ich habe jetzt mal 10 britische Pfund da irgendwie angegeben als Preis. Das heißt eigentlich, dass man die auch gratis bekommen könnte. Aber es gibt so einen Spendenbutton, seht ihr gleich. So, ich sage vorab, was mir nicht gefallen hat, ist, dass bei den Makros oder generell bei Affinity Photo die Performance von meinem Computer ziemlich in die Knie gegangen ist. Und das seht ihr aber auch gleich ein bisschen. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal. Das hat nämlich dann auch Einfluss auf die Videoqualität, weil die Software, mit der ich die Videos am Computer aufnehme, natürlich auch die Grafikkarte benutzt. Und da gibt es dann schon mal so kleine Audio-Aussetzer oder auch schon mal Bild-Aussetzer. Da merkt man eben, die Grafikkarte kommt total an die Grenzen. Das sage ich vorab, das gefällt mir nicht so richtig gut. Kann aber an meinem Computer liegen oder an meiner Unwissenheit, dass ich nicht weiß, wie man den Computer richtig einstellt, dass die Software eben auch gut performt. So, jetzt habe ich aber genug gesagt und würde sagen, wir gucken uns mal die Makros an und dann sehen wir uns wieder. Die Astro-Makros für Affinity Photo findet ihr auf der Seite von James Ritson, jamesritson.co.uk. Dann einmal draufklicken und dann, wenn ihr hier in diesem Fenster, was ihr öffnet, ganz runterklickt, da könnt ihr jetzt einen Betrag eingeben. Also da könnt ihr irgendwas auswählen. Ich habe jetzt mal hier 10 Pfund eingegeben und das könnt ihr als kleine Spende ansehen. Kann man relativ schnell über PayPal oder auch über Kreditkarte bezahlen. Und dann bekommt ihr eine E-Mail und einen Download-Link und dann könnt ihr die Makros runterladen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr zum Beispiel in euren Download-Ordner. Dann müsst ihr erstmal diesen Ordner, der dann runtergeladen wurde, entpacken. Und wenn dieser entpackt ist, dann findet ihr in diesem Ordner eben einmal die Anleitung als PDF-Format und das eigentliche Bundle mit den Makros. Jetzt müsst ihr Affinity Photo als nächstes öffnen. So, und dann unter Ansicht und Studio, da könnt ihr jetzt auswählen die Bibliothek, und in der Bibliothek rechts oben, da findet ihr dieses kleine Symbol, und hier könnt ihr jetzt dann in euren Ordner gehen, wo die Makros sind, und diese auswählen, und dann sind sie auch schon in der Bibliothek geladen. Ja, und jetzt seht ihr auf der linken Seite, hier stehen euch jetzt die Makros zur Verfügung. Und ihr müsst einfach nur einmal draufklicken, dann werden die Makros ausgeführt. So, das ist Affinity Photo. Ich habe dieses Bild von NGC 7000 auch in der Software gestackt. Das ist auch relativ wichtig, dass ihr das in der Software gestackt habt, weil wir dann hier diese 32-Bit-Darstellung haben, oder das Bild ist als 32-Bit
hier in Affinity Photo jetzt geöffnet, also in einer Farbtiefe von 32 Bit. Was ich nicht hinbekommen habe, ist zum Beispiel Bilder aus anderen Softwares zu speichern in 32 Bit und dann in Affinity zu öffnen. Das sah alles ziemlich merkwürdig aus. Das war irgendwie nicht kompatibel, wenn da jemand einen Tipp weiß, wie das geht. Aber es wird auch erwähnt hier vom Autor dieser Makros, dass diese Makros eben nur in diesem 32-Bit-Modus funktionieren. So, wenn ihr ein Bild stackt mit Affinity Photo, dann kommt das ja oder wird das hier in diesem Fotopersona geöffnet mit diversen Anpassungen. Also eigentlich sind das nur zwei Kurven, hier eine Gradationskurve und eine Tonwertkorrektur. Ich habe hier noch zusätzlich was gemacht, aber das löschen wir einfach mal, weil wir gleich mit den Makros ohnehin Einstellungen, was das Stretching angeht, vornehmen. Auch würde ich euch empfehlen, oder ich mache so, dass ich diese ICC-Darstellungsumwandlung der 32-Bit-Datei ausschalte und dann wirklich das Bild sehe, so wie es ist, nämlich ungestretched, also linear. Und das Erste, was wir machen wollen gleich, ist ein Stretching. Was ich festgestellt habe auf meinem Laptop, das ist ein relativ aktuelles Laptop, aber irgendwie ist es doch nicht so wahnsinnig schnell oder die Grafikkarte ist nicht so schnell, ich weiß es nicht genau. Mit diesen Makros hier komme ich ziemlich an die Leistungsgrenze, erst recht, wenn ich hier noch eine Screen Recording Software gleichzeitig laufen habe. Das heißt, ich bin erstmal in die Einstellung gegangen und habe so ein bisschen mal geschaut, was man da noch machen kann. Unter Performance habe hier mal den RAM, den Arbeitsspeicher irgendwie ziemlich auf Anschlag gestellt. Rendern mit Warp, das klang für mich ganz gut nach Warp-Geschwindigkeit. Irgendwie keine Ahnung, was das macht, ob das irgendwie eine gute Wahl war. Von diesen Sachen habe ich wirklich keine Ahnung. Und OpenCL-Beschleunigung habe ich auch mal ausgewählt. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt besser funktioniert, aber ich komme hier einfach ziemlich an die Grenzen. Also es ist ziemlich ressourcenhungrig, die ganze Software und diese Makros. Erst recht, seht ihr aber gleich. So, es gibt mit den Makros auch ein PDF und da könnt ihr auch mal reinschauen. Da wird erstmal eine Einleitung gegeben und dann die Installation. Das ist ziemlich leicht, habe ich euch aber auch am Anfang gezeigt. Und dann werden die einzelnen Makros erklärt und was ihr damit machen könnt, wie ihr die anwenden könnt und so weiter und so fort. Ich zeige euch jetzt nicht alle Makros, ich zeige euch die, die mir sehr gut gefallen haben, die ich für sehr nützlich halte. Also, erstes Ding ist Color Preserving Tone Stretch. Das ist angelehnt an den sogenannten Arc Scene Stretch, den es zum Beispiel in der Software PixInsight gibt oder auch in der Software Serial. Es gibt das mittlerweile auch für Adobe Photoshop. Das ist aber dann kein wirklicher Arc Scene Stretch. Es ist nur so eine Art Imitation des Ganzen. Ich habe in vielen Videos schon gesagt, dass die Bilder ein bisschen blass werden durch das Stretching. Also die Farben gehen durch das Stretching verloren und das Color Preserving Tone Stretch soll genau das verhindern. Ich klicke einfach mal drauf und dann seht ihr ja, was passiert. So, jetzt bekomme ich ein Bild, das ist gestretched, also das Bild wird deutlich heller und es wird in der Farbintensität auch ziemlich kräftig, das seht ihr gleich aber nochmal. Was ich jetzt eigentlich machen müsste, ich müsste mal eine Vergleich-Stretching-Kurve anlegen, damit ihr den Unterschied seht. Ihr könnt mir aber glauben, dass insbesondere in den Sternfarben die Farben eben erhalten bleiben und man sieht das aber auch hier in dem PDF, da gibt es diesen Vergleich, ja hier einmal ohne das Makro gestretched und dann mit dem Makro gestretched und ihr seht vor allem die schönen blauen und gelben Sternfarben, die kommen hier viel besser zur Geltung und auch hier in diesen Dust Lanes irgendwie kommen die Farben viel besser zur Geltung. Also das ist eine super Sache, ich mache das mit all meinen Bildern, ist für mich ein ganz wichtiger Schritt. So, man sieht, dass das Histogramm aber ziemlich nach oben gerutscht ist. Ich müsste den Schwarzpunkt mal ungefähr hier hinsetzen. Und man sieht auch, dass Grün ein bisschen links ist, Rot ein bisschen rechts. Dadurch bekommen wir hier so einen Farbshift hinein. Aber Rettung naht, wenn ich hier einfach mal auf Automated Tone Stretching klicke. Dann passieren drei wunderbare Sachen gleichzeitig. Und zwar erstmal wird der Schwarzpunkt auf magische Weise sehr solide gesetzt hier. Also ich habe noch ein ganz klein wenig Platz irgendwie. aber der Schwarzpunkt wurde neu gesetzt. Die Hügel, die kommen übereinander in den drei Farbkanälen. Und es wird zusätzlich nochmal ein bisschen gestretched. Also das mache ich in PixInsight. Tatsächlich wären das drei Schritte, die ich da machen würde. Das passiert hier mit einem Klick. Und ich bekomme ein farbneutrales, ziemlich gut gestretchtes Bild, wo ich so schon sagen könnte, hier, bitteschön, mein NGC 7000 sieht schon gut aus. So, es gibt auch ein Color Preserving Tone Stretch Stronger.
und ja, kann man sich leicht ausdenken, was das macht. Das macht eine noch stärkere Farb-Stretch-Geschichte. Das sähe bei dem NGC 7000, ich zeige es euch jetzt nicht, ziemlich merkwürdig aus. Das wäre zu viel des Guten. Das ist aber hilfreich, zum Beispiel bei Galaxien. Bei Galaxien ist es immer so, dass es schwer ist, Farbe in die Galaxien zu kriegen. Und wenn ihr dann anstelle des Color Preserving Tone Stretch diesen Stronger Tone Stretch benutzt, dann bekommt ihr da in die Galaxien auch mehr Farbe rein. Nur der Vollständigkeit halber. Und auch der Vollständigkeit halber, Automated Tone Stretching Protect Highlight macht genau das gleiche wie Automated Tone Stretching, nur dass es sehr stark belichtete Teile, also nehmen wir mal, was weiß ich, M8 oder so, das Zentrum, dass es das irgendwie ein bisschen schützt noch. Habe ich jetzt gerade kein schönes Beispiel für, könnt ihr aber ja selber mal ausprobieren. Logarithmic Tone Stretch und Simple Tone Compression sind ja einfache Kompressionen im Sinne von irgendwie Schwarzpunkt setzen und dann irgendwie eine Kurve anlegen. Das brauche ich nicht, wenn ich diese beiden Geschichten hier oben schon benutzt habe. Dann gibt es Live Background Mask und Live Star Mask. Das zeige ich euch einfach einmal. Ich klicke mal drauf. Jetzt sieht das erstmal komisch aus. Ich bekomme nämlich eine Maske. Da ein bisschen rein. Also hier werden offensichtlich jetzt Sachen maskiert. Meiner Meinung nach ist es falsch rum beschriftet, denn meiner Meinung nach ist das eine Star Mask. Ich kann mich aber auch täuschen. So, und wenn ich jetzt mal hier auf das Live Background Mask doppelt draufklicke, dann gibt es hier zwei Einstellungen, Threshold und Smoothing. Threshold, da kann ich jetzt irgendwie mal dran schrauben und dann, ja, jetzt geht mein Rechner schon ein bisschen in die Knie, sieht man, dass plötzlich irgendwie weit weniger in der Maske ausgewählt wird oder nicht mehr so intensiv ausgewählt wird. Und Smoothing, ja, das macht dann irgendwie den Rand der Maske weicher, kann ich auch mal hier auswählen. So, dann benutzen wir das mal so. Das Schöne ist, und das nehme ich mal vorweg, ich kann diese Maske jederzeit verändern. Das ist das Schöne an der überhaupt an der Software, dass ich also hier die ganze Zeit nicht destruktiv arbeite. Das heißt, ich kann jederzeit diese Parameter wieder verändern. So, was man jetzt damit macht, ist, man macht eine neue Ebene, und zwar indem man alle sichtbaren Ebenen, die wir hier auf der rechten Seite sehen, zusammenlegt in einer Ebene, die jetzt ganz oben drüber liegt. Das ist der, ja, einige nennen das Klammeraffe, weil das irgendwie mit der Tastatur so ein umständlicher Griff ist, aber es gibt hier einfach den Befehl zum Draufklicken. So, das liegt jetzt da und macht nicht viel. Ich mache jetzt mal diese Maske aus und zoome mal wieder ein bisschen raus. Und wenn ich jetzt diese Ebene hier oben auf einen anderen Blendmodus zum Beispiel stelle, nämlich auf negativ multiplizieren zum Beispiel, dann bekomme ich jetzt ein ziemlich intensives Bild. Ja, also mein Nebel, der kommt jetzt, der wird jetzt richtig gepusht, aber die Sterne eben nicht. Ich mache nochmal vorher und nachher. Die Sterne bleiben also klein, der Nebel wird aber nach vorne gepusht und das ist doch eine feine Sache. Also, ja, Live-Masken sind eine wirklich schöne Sache. Da gibt es bestimmt noch ganz viele tolle Anwendungen, die man sich dafür überlegen könnte. Ich habe es jetzt mal so gemacht und wir kommen einem sehr ansprechenden Ergebnis immer näher. So, dann kommen wir hier in den Bereich der Weighted Mask oder RGB Weighted Mask. So, das zeige ich euch mal hier an dem Bild. Das ist eine ältere Bearbeitung und ich gehe mal auf Live RGB Weighted Mask. So, jetzt entsteht wieder eine Maske und wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird hier jetzt gewichtet nach Farbintensität oder Farbwerten, wie auch immer. Und ich kann hier mal draufklicken und dann kann ich auch hier über zum Beispiel, kann ich die Gewichtung auch einstellen. Dieses Rädchen hat hier auf diese Formel wohl einen Einfluss. Ja, spiele ich mal ein bisschen dran rum. Ja, wie gesagt, ich kann jederzeit später hier wieder Einfluss nehmen und kann jetzt auch mal wieder hier die sichtbaren Ebenen zusammenlegen. So, und dann mache ich hier diese Maske mal aus und setze diese Ebene mal auf hartes Licht. Ja, also ich habe jetzt irgendwie die Farbintensität da
dadurch gesteigert. Man sieht aber, dass es hauptsächlich ja eben im Nebel selber wirkt. Also für mich wäre das jetzt nichts. Ich würde das so nicht machen. Irgendwie, es gefällt mir jetzt nicht sonderlich. Ich wollte euch aber die Funktionsweise dieser Geschichte mal zeigen. Pardon. Und wir löschen das hier mal. Brauchen das Bild gleich nochmal. Gehen mal wieder zurück. Wenn ihr die Funktionsweise nämlich jetzt verstanden habt, dann gehen wir mal auf ein Ding, das heißt Weighted Saturation Mask. Und das erhöht die Farbsättigung nämlich und eben nur in den Bereichen, denen ich das haben will. Zum Beispiel nicht im Hintergrund. Doppelklick. So, jetzt wird es ziemlich bunt. Jetzt kann ich das hier mal aufklappen. Jetzt gibt es zwei Einstellungen. Erstens kann ich in das HSL Adjustment reingehen durch einen Doppelklick. Und hier ist eben die Farbsättigung. Da sage ich jetzt erstmal, sorry, aber 30% ist zu viel. Wir nehmen mal nur 20%. Na, das war zu wenig. Das ist immer die Gefahr. Man gewöhnt sich so schnell an Farbsättigung. So, aber 25, das können wir machen. Ist knapp an der Grenze hier, aber es geht. So, und ich kann aber auch hier wieder, Entschuldigung, ich kann aber auch hier wieder, ja, an dieser Maske spielen und sagen irgendwie, nee, mach mal irgendwie wirklich nur im Nebel. Ja, hier muss man ein bisschen rumspielen mit diesen Parametern eben. So, das ist doch schon ein ziemlich schönes Bild, also für meinen Geschmack zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber mir gefällt es schon ziemlich. Und ich gehe noch mal einmal zurück in diese andere Bearbeitung. Weil hier seht ihr, gegenüber der neuen Bearbeitung haben wir in der alten Bearbeitung irgendwie so ein bisschen so einen Farbstich. Ja, es ist so ein bisschen rötlich überall im Hintergrund. So, und da gibt es dann hier das Ding, das heißt, es ist auch ein Live-Filter. Der heißt Live Background Subtraction. Hier tun sich jetzt Ebenen auf und hier gibt es ein Sampled Color Fill. Was ich machen muss, ist, ich muss die Pipette hier nehmen, die Farbpipette, und muss jetzt in einen Bereich hineinklicken, der nur Hintergrund enthält. Und ihr seht dann, wenn ich diese Ebene hier oben wirksam mache, ja, ich mache sie mal nicht wirksam, weil jetzt war offensichtlich hier irgendwie, glaube ich, schwarz ausgewählt. Also ich wähle mal hier eine Farbe aus. Ihr seht, dass sich hier oben jetzt die Hintergrundfarbe geändert hat. Und wenn ich jetzt mal hier reinklicke, dann sieht man jetzt den Effekt, was das Ganze hat. Also der Hintergrund, den ich gerade mit der Pipette definiert habe, der wird jetzt vom Bild abgezogen. Das hat jetzt natürlich nicht so wahnsinnig schön geklappt, aber ich kann jetzt einfach mal in andere Bildbereiche reinklicken. So hier zum Beispiel. Ja, und jetzt können wir mal ein bisschen experimentieren, wo es denn Sinn macht, mal irgendwie die Farben aufzunehmen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ich sehe, dass hier in diesen Dunkelwolken der Hintergrund doch ziemlich neutral ist. So. Na, bringt das was? Naja, also es setzt eigentlich den Hintergrund, es macht den Hintergrund dunkler, aber dieser Farbstich bleibt. Also versuche ich es nochmal. Ja, jetzt wird leicht irgendwie ein Farbstich entfernt. Ihr seht, das ist so ein bisschen, da müsst ihr so ein bisschen ausprobieren. Und das ist aber auch in so einem dichten Sternfeld schwierig, irgendwie da jetzt den richtigen Bereich zu finden. Gegebenenfalls muss man hier auch mal in die Pipetteneinstellungen gucken. Ah, das hat was gebracht. So. Ja, vorher. Da haben wir einen leichten Rotstich. Nachher. Jetzt sieht der Hintergrund wesentlich farbneutraler aus. Also da müsst ihr ein bisschen experimentieren, aber die Funktionsweise ist, denke ich, klar. Es wird ein Hintergrund abgezogen. Ihr könnt mit der Pipette eben hier in diesem Sampled Color Fill auch den Hintergrund definieren, vor allen Dingen von der Farbe definieren. So, dann kommen wir hier in die Rubrik. Ich nenne es mal die Rubrik Sterne verkleinern oder entfernen. Reduce Star Luminosity reduziert die Leuchtkraft der
Sterne und Reduce Star Intensity, reduziert die Intensität der Sterne. Dann gibt es noch einen Star Eater, eigentlich etwas, was man vermeiden möchte. Da klicken wir mal drauf, spaßeshalber. Ich weiß, was jetzt viele denken, nämlich, boah, im ersten Moment sieht es ziemlich beeindruckend aus. Und wenn wir jetzt aber mal, ihr seht, dass mein Rechner ziemlich an die Grenzen kommt. Wenn ich hier zoome, dann funktioniert die Darstellung gar nicht mehr richtig. Ja, man muss jetzt ein bisschen warten, bis das Bild aufbaut. Also, das ist, ja, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, ob das irgendwie bei euch am Ende auch so ist, ob es wirklich so ressourcenfressend ist. Das stört mich so ein bisschen. Es gäbe jetzt ein Workaround. Ich könnte diese ganzen Ebenen hier reduzieren. Dann wird es wieder schneller laufen. Aber dann bin ich eben auch aus dieser nicht destruktiven Nummer raus. So, was ich euch ja zeigen will, ist, dass die Sterne ziemlich verhunzt werden durch diesen Star Eater und auch der Hintergrund ziemlich verhunzt wird. Ja, wir haben jetzt überall Artefakte und das, nee, das kann ich beim besten Willen so nicht lassen. Damit können wir überhaupt nichts anfangen. Auch wenn das irgendwie im ersten Moment in der kleinen Darstellung irgendwie möglicherweise beeindruckend aussieht, aber das werfe ich weg. So, damit wir jetzt hier nicht immer ewig rechnen oder darauf warten müssen, dass der irgendwie zu Ende gerechnet hat, lege ich all diese Ebenen mal zusammen. So, was wir stattdessen machen, ist mal die Intensität der Sterne verringern. So, auch das sieht ein bisschen grenzwertig aus, aber hier können wir jetzt einfach mal die Deckkraft dieser Ebene verändern und mal so auf roundabout 30% stellen. Und uns das mal angucken, vorher, nachher, ich zoome mal wieder ein bisschen raus, vorher, nachher. Also das ist ähnlich wie in Photoshop zum Beispiel, das Sterne verkleinern und so mit 30%, na komm, 30% können wir das machen, aber mit 100% bitte nicht. So, dann habt ihr vielleicht gerade gesehen, ich habe hier so komische blaue Halos an den Sternen. Und hier gibt es das Remove Star Fringing. Das dient eigentlich dazu, diese Effekte, die man zum Beispiel beim Überschärfen bekommt, also so Panda-Augen um die Sterne, zu verringern. Ich zeige euch das mal gerade in der Anleitung. Da sieht man das besser. Das hier. Also diese schwarzen Ränder sollen entfernt werden. Ja, und das macht dieses Makro. Aber es hilft so ein bisschen der, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht richtig sehen, zu Hause am Bildschirm, hilft so ein bisschen meine blauen Halos hier im Zaum zu halten, müsste ich aber eigentlich anders noch bearbeiten. Eine Sache, die ich euch zeigen möchte, ist Enhance Structure, das ist nämlich ganz nice. Ja, also vorher, nachher, ja, ist schon deutlich sichtbar und ist so grenzwertig. Also es ist schon so, dass man sagt, wow, aber es ist eigentlich auch zu viel. Das sind solche Filter, ich benutze sie eigentlich ganz gerne, aber ich versuche dann eben, das genau immer so zu machen, dass man das gerade nicht sieht. Also natürlich können wir jetzt einfach mal die Deckkraft verringern, wieder auf hier meine geliebte 33% Regel. Ja, das ist vorher und nachher. Das ist eine Möglichkeit, um das subtil da rein zu mischen. Oder ich gehe nochmal auf 100%. Was ich gerade bei solchen Detail-Enhancern irgendwie gerne mache, ist mit Masken arbeiten. Und das geht ja auch relativ leicht. Ich kann hier eine Maskierungsebene anlegen. Die ist nicht wie in Photoshop über der Ebene, sondern darunter. Und mit gedrückter Alt-Taste und einmal reinklicken, sehe ich auch die Maske, die ist jetzt weiß, das heißt, die lässt alles durch. Mit Steuerung I oder Inverse wird daraus eine schwarze Maske. Und jetzt kann ich hingehen, einen Pinsel auswählen, einen Malpinsel, und hier oben auf Farbe klicken. Und jetzt seht ihr, ist die Vordergrundfarbe, also das Ding, was hier vorne steht, ist jetzt schwarz. Und wenn ich hier einmal auf diesen Bäumchen-Wechsellicht-Knopf drücke, dann wird die Vordergrundfarbe weiß. Dann stelle ich meinen Pinsel immer auf 10% ein. Das funktioniert für mich ganz gut. Und jetzt kann ich hier einmal auf die Maske klicken und kann einzelne Bereiche hier nachmalen.
Ja, woran orientiere ich mich da? Immer an Kanten. Also da, wo Kanten heißt, wo dunkle und helle Bereiche aufeinandertreffen, da hat man immer Kontrast, da kann man schärfen, da kann man irgendwie Kontrast reinbringen. Und ich möchte aber ja nicht, dass so ein Filter zum Beispiel auf den Hintergrund oder auf alle Sterne wirkt. Das sieht komisch aus und deswegen male ich das nur an bestimmten Stellen rein. Ich mache jetzt mal das vorher. Und wenn ihr jetzt sagt, Frank, ich sehe ja gar nichts, dann habe ich mein Ziel erreicht, denn das ist genau sozusagen mein Ziel bei der Bearbeitung, ja, eine Bildbearbeitung. Man sollte nicht sehen, dass hier stark was bearbeitet wurde, aber ich weiß, dass es da ist und wenn ich ihn vorher nachher mache, sehe ich auch subtil den Unterschied und das ist irgendwie was, worauf ich immer achte. So, eine Sache habe ich vergessen und zwar ist das Chroma Denoising, da klicke ich mal drauf. Ja, das ist sowas, wo ich mir sicher bin, dass man das irgendwie im Video nachher gar nicht mehr sieht. Aber hier zum Beispiel ist so ein Farbrauschen oder man sieht eigentlich die ganze Zeit so Farbrauschen im Hintergrund. Und wenn ich das jetzt mal wieder hier hinklicke, dann verschwindet das Farbrauschen. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das sieht man nicht im Video wahrscheinlich, aber man würde das doch ziemlich gut sehen im eigenen Bilden. Auch wenn man das Bild zum Beispiel im Internet zeigt, dann sieht man das bestimmt ganz gut. So, für das Bild war es das. Ich zeige euch jetzt noch so ein bisschen was in puncto Hubble-Palette und mache mal kurz einen Schnitt. So, jetzt zeige ich euch, wie versprochen, noch so ein bisschen was hier in Richtung Farbcompositions. Also da geht es vor allen Dingen um Farbzuordnung mit Schmalbandfiltern. Ich habe hier drei Bilder geöffnet. Das ist einmal ein H-Alpha-Kanal, das ist der Eta-Carina-Nebel, ein O3-Kanal, und ein S2-Kanal. Ja, man sieht, die Bilder sind irgendwie zwar in sich aufeinander registriert. Ich habe die auch mit Affinity Photo gestackt, aber die sind untereinander nicht registriert und es sind auch verschiedene Bilder. Also wir müssen jetzt ein Bild daraus machen. Das ist Ziel der ganzen Geschichte. So, auch hier gucke ich mal gerade. Hier lasse ich jetzt mal die ICC-Darstellungsumwandlung, damit wir überhaupt irgendwas sehen in den Bildern. Ansonsten werden die ziemlich schwarz. So, mit Steuerung C kann ich dieses Bild mal in die Ablage legen. Jetzt klicke ich auf den H-Alpha-Kanal. Und bevor ich das Bild jetzt hier reinpaste, benenne ich diese Ebene mal um und das ist wichtig, dass die genau nach diesem Schema benannt ist. Das Ding heißt H, großes H, kleines A. So, jetzt Steuerung V. Jetzt kommt der O3-Kanal da als Ebene drüber und das muss ich auch benennen mit O, dreimal I. Ja, O3, groß geschrieben. Das gleiche mache ich jetzt mit dem S2-Kanal. Ja, Steuerung A muss ich gar nicht machen. Steuerung C, damit kopiere ich das. Dann gehe ich wieder auf das Bild, was hier heißt H-Alpha-Kanal. Und mit Steuerung V kommt das jetzt auch als Ebene hier oben drüber und ich gebe an S2. So, ich kann mal spaßeshalber diese obere Ebene auf einen anderen Blendmodus setzen. Nehmen wir mal aufhellen. Man sieht schon, die Sterne sind nicht oder die einzelnen Kanäle sind nicht aufeinander registriert. Was ich jetzt machen kann, ist, ich wähle die mal alle drei aus. Ja, mit Shift gedrückter Shift-Taste. Und dann kann ich hier die alle drei auswählen. Jetzt gehe ich auf Anordnen, Ebenen nach Sternen ausrichten. Und schwupps sind die ausgerichtet aufeinander. Und liegen jetzt schön übereinander. Ich kann mal normal sagen. Ja, wenn ich jetzt hier mal diese Ebene wegklicke, jetzt sieht man auch, dass es da irgendwie ordentliche Ränder gibt. Aber diese Kanäle, die liegen jetzt schön übereinander. So. Jetzt gibt es hier ganz verschiedene Methoden, um jetzt hieraus ein Farbbild zu erstellen. Das funktioniert auch genau wie in Adobe Photoshop, nur ist das da ein Prozess, der dauert 5 Minuten und das ist hier einfach in Skripten abgelegt. Das Einfache wäre das SHO Composition Setup. Eigentlich wollte ich jetzt nur mal kurz irgendwie mit der Maus drüber fahren, habe aus Versehen schon draufgeklickt und zack, bekomme ich eine Hubble-Palette.
und kann jetzt hier auch noch in den Kanal Channel Balance gehen. Ich blende mir mal kurz das Histogramm hier ein. Ups, Channel Balance. Und kann zum Beispiel sagen, Grünkanal ist doch viel zu viel. Das ist ja das Typische bei einer Hubble-Palette. Und ziehe den mal runter. Und jetzt bekomme ich da irgendwie wesentlich neutralere Farben schon. So, das wäre dann jetzt meine Basis-Hubble-Palette. Und wie man die weiter bearbeitet, das müssen wir ein andermal machen. Das machen wir jetzt nicht hier. Aber so könnte ich jetzt zum Beispiel eine Hubble-Palette erstellen. Ich gehe mal ganz kurz zurück in der Zeit. Bevor wir das Skript ausgeführt haben, jetzt nehmen wir mal ein anderes Skript, zum Beispiel HSO. Also jetzt wird H-Alpha rot zugeordnet, Schwefel grün zugeordnet und O3 wird blau, RGB, ja, zugeordnet. So, dann bekomme ich so eine Farbe, ja. Und das kann ich jetzt lustig weiterspielen. Ja, und kann mir hier verschiedenartige, durchaus interessante Farbkombinationen raussuchen. Oh, das sieht ja nett aus. So, und es gibt aber nicht nur drei Kanäle, sondern man kann das Ganze auch, ich kann mal hier den S2-Kanal gerade löschen. So, das Ganze geht auch mit zwei Kanälen. Das nennt sich dann Bicolor oder Bicolor. Und ja, ich kann mir hier klassisches Bicolor machen. Sehe dann so aus. Oder hier gibt es die Zuordnung des Wasserstoff rot und O3 wird grün und blau zugeordnet. Das ist nicht ganz Bicolor, aber es ja, kommt beinahe aufs Gleiche raus. Naja, sieht ein bisschen anders aus von den Farben. Ja, also hier habt ihr mit einem Mausklick irgendwie, könnt ihr euch verschiedene Farbpaletten zuordnen. Was ich vorwegnehme ist, was nicht so schön ist, ist, dass irgendwie die Intensitäten der Farbkanäle hier alle sehr unterschiedlich sind. Das ist relativ normal. Wie man das jetzt schön ausbalanciert bekommt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Aber ich wollte es euch einfach einmal gezeigt haben. Ja, das waren die Skripte vom, oder Makros heißt es ja hier, vom James Ritson. Heißt der James? Ja, James heißt er tatsächlich. Ich war mir gerade kurz unsicher. Das ist der, der auch diese ganzen Affinity-Tutorials macht, der auch selber Astrofotografie macht und der auch im Haupt mit verantwortlich dafür ist, dass es jetzt diese Astro-Geschichten hier in Affinity-Foto gibt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr jetzt Lust, diese Makros selber mal auszuprobieren. Und wie schon am Anfang gesagt, lasst mich doch mal wissen. Ich weiß es wirklich nicht, kann es nicht einschätzen. Ich habe den Eindruck, dass gar nicht so viele die Software benutzen. Obwohl, wie gesagt, aus meiner Warte spricht eigentlich nichts dagegen, die Software zu benutzen. Ich finde die eigentlich ganz gut. Sie hat noch ein paar Macken, aber mir wurde auch versichert, dass irgendwie mit den nächsten Updates irgendwie auch performancemäßig zum Beispiel da noch was passiert. Ja, wie findet ihr Affinity Photo? Wie findet ihr die Makros? Und wie findet ihr mich? Also, wir sehen uns nächste Woche wieder dann mit einem neuen Thema. Bis dann. Ciao.